Hier ist Anja und willkommen zu einer neuen Folge Junge versus Mädchen mit mir und mit Tops. Und es steht momentan 6:4. Leider immer noch nicht für mich, sondern immer noch für Tops. Aber, wenn ich diese Folge jetzt auch noch gewinne, dann steht es 6:6. Damit haben wir Gleichstand. Damit habe ich eine reelle Chance, das Junge versus Mädchen-Duell für mich zu entscheiden, was wir natürlich alle wollen. Heute spielen wir eine Skyblock-Drop-Frag-mich-was-Map, wo man runterhüpfen muss. Dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum, sondern fangen an. Wir sind hier auf einer, wie heißt es, Dropper-Map, richtig? Ja, Dropper-Map, das heißt, wir genau. Müssen durch. Das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen durchfallen. Dankeschön für diese Erklärung, Tobias. Wir müssen durchfallen, ja. Wir müssen... Nein, wir müssen hier in die Abgründe springen. Hörst du auf den... ich wurde geschubst! Im Prinzip, man fällt durch, wie ihr rechts im Scoreboard seht, habe ich schon 104 Punkte, während Tobias nur 8 und... Nee, ihr seht es nicht, weil es richtig abgeschnitten ist bei mir. Aber egal, bei mir steht 104, bei ihm steht 58. Es steht momentan 7:3, also das verschweigen wir einfach. Oh mein Gott! Ich bin auf Obsidian. Ich war ganz unten. Aber da war nichts. Da war nichts, was mich hätte gerettet. Okay, was ich auch wichtig finde... Ja, was ich jetzt nur mal kurz sagen möchte. Wir fangen hier mit Level 6 hart an, ja? Die einfachen Level... Die waren mir zu einfach. Die waren mir leider zu einfach. Das Lustige ist... Deswegen habe ich so viele Punkte. Ja, wird man gerettet, wenn man in Lava fällt? Ich glaube, das ist, wenn das... Ich glaube, Lava fängt keinen wirklichen Fallschaden auf, so wie Wasser. Das wäre... ich habe es probiert, ich brenne jetzt. Ja, drück... Sneak mal, dann geht das Brennen weg. Sollte zumindest. Ja, hat funktioniert. Okay, aber da unten. Ich wüsste nicht, wo ich reinfallen soll. Also, ich sehe hier Obsidian, ich sehe Lava und ich sehe diesen komischen Steinstein. Okay, wir müssen anders denken. Ich bin jetzt hier anders drauf gehüpft und zwar. Ich sehe hier Netherwarzen. Darf man auf die hüpfen? Ich glaube, die bringen jetzt nicht wirklich was. Also, die helfen jetzt nicht unbedingt, aber. Warum nicht? Oder warte mal, kann das sein, dass das hier so. Aua. Was ist, wenn. Ich hab's auch gerade. Warte mal. Lass mich mal taktisch überlegen. Tick-Tack. Ja, genau. Ich bin schon wieder ins Feuer gesprungen. Lass mich mal taktisch überlegen. Einfach nur Deko und so Deko. Okay, pass auf. Ich sehe da links so eine Art... Ey! Ich sehe da links so eine Art Wasserfall. Wasserfall? Siehst du den? Ja, da ganz links ist so eine Art Wasserfall. Also wenn du jetzt gegenüber guckst, ist da ein Wasserfall. Was ist, wenn wir den runterschwimmen? Oh, man slackt. Oh nein, man slackt. Nee, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Warum nicht? Weiß auch nicht. Aber das ist eine gute Idee gewesen. Hast du Fallen gemacht? Hast du schön überlegt. Danke. Aber ich glaube. Ich will jetzt hier runterschwimmen. Lass mich nicht. Warum nicht? Das finde ich nicht nett. Au. Okay, ist nicht schlimm. Ich brauche den Wasserfall nicht. Um mich stark zu fühlen. Oh. Aber bitte hör auf zu brennen, hör auf zu brennen. Au, nein. Ist das eine Argumentation, die du öfter mit dir führen musst? Bitte hör auf zu brennen. Nein, ich will nicht. Doch, Körper, jetzt reicht's langsam. Wir haben vorhin schon gebrannt. Nein, ich will. Ja, das ist öfteren so. Also, du musst halt überlegen, du bist der Herr und Meister über deinen Körper und ich verbrenne. Cool. Ja. Klar, jeder kann seinem Körper befehlen, was er machen will. Du könntest sagen, bitte Körper brennen, bitte. Ah, du hast mir gerade geschubst. Ah, faul. Ich habe überhaupt nicht geschubst, wenn du das... Ich bin kein Fußballfan übrigens. Ich hab's geschafft! So, nun, nachdem wir so höchst erfolgreich Level Hard geschafft haben, sind wir bei... Ich weiß nicht, ich bin so ein Biest. Level 7, Impossible! Ach, Ronja, das... Das sieht gar nicht so Impossible aus. Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich bis jetzt das Leichteste. Also, ich könnte falsch liegen, aber... ja. Möglich? Ich habe noch ein halbes Herz. Ach du Kacke. Oh boy. Ach du Kacke. Oh no. Oh mein Gott. Oh nein, es ist wirklich unmöglich. Okay. Ich sollte nicht so schnell aufgeben. Ja. Ich bin kein Verlierer, so wie andere Leute hier im Discord. Discord, vor allen Dingen. Im Teamspeak. Ja, ich benutze kein TeamSpeak. TeamSpeak ist doof. Außer, dass ich es gerade benutze, aber ich habe keine Wahl. Ich werde hier gezwungen.
Ich werde genötigt. Nee, das ist schon wieder fake. Das Tops. Ist doch kacke. Ich seh ein Schild. Ich seh ein Schild. This. Huh? This. Way. This way. Das Wasser. Oh mein Gott. Warte. Nein. Okay. Jedes Mal das. Nein, ich wollte doch nicht runterfallen. Okay. Wir sind hier. Wir suchen das Schild. Okay. Wir gehen hier rüber. Wir suchen. Da ist das Schild. Ey, hör auf mir zu folgen, Tobias! Ey. Da. Hier, geh weg. Weg jetzt mit dir. Okay, Geh weg! Das ist aber auch kein Wasser, das ist Fake-Wasser. Das ist richtiges Wasser. Das ist Fake-Wasser. Du bist nur daneben gelandet. Nein, das ist Fake. Dann glaub ich eben nicht. Ich bin auch daneben gelandet. Okay, ich sag, man muss da einfach einmal mutig runterspringen, okay? Das ist okay? Ja einfacher als... Die Stelle musst du einspielen, wenn du das sagst, weißt du? Du hast ja bei den anderen schon gestruggelt. Okay. This way. Er sagt this way, ha? Huh? This way. This way. Du hast mich geschubst. Nein. Hab ich nicht. Ah, okay, okay. Neuer Plan. Ich hab einen neuen Plan. Oh, du hast einen neuen Plan. Erzähl mir. Ja, meine Nase juckt. Aber außen. Also. So auf meinem Nasenflügel. Auf meinem rechten, wenn du es genau wissen willst. Das ist schön. So wissen. Danke. Hier. Dass du mich an dieser Info hast, teilnehmen. Gerne. Ich teile, was ich kann. So, und zwar sage ich. Ich will nicht in das Wasser, ich will da links an dem Wasser vorbei und dann... Ich sag nämlich, dass this way ist keine Lüge. Ich traue den Menschen. Das darfst du nicht machen. Ich mach, was ich will. Nein. Und ja, aus. Ich werd wütend. Die Map ist leider schon wieder unmöglich. Ja, aber diesmal steht auch unmöglich dran. Wenn unmöglich dran steht, ist unmöglich drin. Die lügen dich nicht. Da ist richtig viel Kohle drin. Ah! Okay, ich gebe zu. Okay, ich glaube, ich war nicht entspannt genug. Genau. Konzentrationsmodus aktiviert. Einfach die Muskeln entspannen, dann wird alles ganz gut. Hier ist zum Beispiel Wolle, die entspannt mich. Okay, weiter geht's. Da sind die ersten Contestants, die ausscheiden. Aber ich nicht. Oh mein Gott, ich war noch nie so weit. Jetzt zum Beispiel habt ihr gesehen, wie ich in der Wolke gebackt bin. Das war auch schön, oder? Ich hab dich nur gerade runtergeschubst. Ist schon okay. Agadugdam! Agadumgam. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann schreibt bitte Agadumgam hier eingeblendet in die Kommentare. Sowohl unter meins als auch unter Tops Videos. Ich weiß nicht, ich lass mir im Schnitt was überlegen. Ich lasse mir im Schnitt was überlegen. Ist auch ein gutes Deutsch, ha? Ja. Ich denke mir im Schnitt was aus. Im Durchschnitt. Okay, das ist aber gut, dass ich da gestorben bin. Sonst wäre ich nie wieder rausgekommen. Wieso? Ich war da nicht mal in diesem... Ich war da nicht mal auf dem Topf. Da kann ich nur sagen, Agatumgam. Also, es fand ich auch einfach schade jetzt, dass das passiert ist. Aber ich glaube, das... Damit haben wir halt alle gerechnet. Server, save the game. Wieso, Server? Wieso? Ich habe schon 150 Punkte! Ey, du musst jetzt deine Postel. 150 Punkte! Ja! Du hast doppelt so viele Punkte wie ich. Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst. Tops, du kannst nicht rechnen. Du hast 97, ich habe 150. Was ist das Doppelte von 97? Nee, ich war immer noch gefühlt auf dem dritten. So, jetzt hätte ich das. Wieso das? Das war gerade echt laut. Sagen wir, niemand kriegt einen Punkt. Das Level war leider zu unmöglich. Das ist schade. Nein! Tops und ich haben gerade die ganze Zeit gesagt, okay, bitte lass Level 8 easy sein, weil danach immer easy gekommen ist in seine. Jetzt ist wieder impossible. Oh nein. Wieso? Warum? Okay, du kannst hier keine Zwischenjumps machen. Du kannst nicht auf ein Objekt fallen. Das ist der allergrößte Troll. Das ist gemein. Du kennst doch Lilienblätter, ne? Also diese Rosenblätter, ne? Die auf Wasser schwimmen können. Also die man so drauf platziert und dann kann man drauf gehen. Die haben das extra so platziert, weißt du? Die haben das platziert und dann dass haben du auf den stirbst. Nein. Die haben
dass so. Oh, sie haben so Fake Wasser platziert, oder wie? Ja, so Fake Wasser platziert. Und ich dachte mir so, ey, cool, wenn da so eine Liniendingsmus da drauf ist, dann kann man da drauf landen, weil das bedeutet, da ist Wasser. Und aber dann da war kein Wasser. Nein, Tobias, herzlichen Glückwunsch. Wir haben dich. Oh, boy, es ist so schwer. Aha. Guck mal, aber ja. Können wir nicht einen Moment nehmen, um die idyllische Landschaft zu genießen? Ist das nicht auch schön? Sieht immer nur, wie sich Tops immer und immer wieder dieses Loch stürzt und dann Tops fell from a high place. Ronja fell from a high place. Tops fell from a high place. Einfach von der Klippe runter. Und tot. Ich habe damals so ein Spiel gespielt, da musstest du die Lemminge davor retten, dass sie runterspringen. Das war witzig. Oh mein Gott, ich glaube, das habe ich auch gespielt. War das von Otto? Kennst du Otto? Ja, Otto ja. War das mit ihm irgendwie? Ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich an irgend sowas. Ich habe früher auch übelst gerne diese Löwenzahnspiele gespielt. Oh mein Gott, die waren super. Ich hatte richtig viele davon. Die hatte man ja auf CD und die waren. Ja, ja. Oh, die waren immer unterschiedlich bunt. Ich hatte richtig viele. Ich hatte die in der schicken, so eine Art Fake-Lederhülle, wo man die halt drin hat, das waren ja keine CDs, das waren ja DVD-ROMs, wie es, glaube ich, offiziell hieß. Ja. Oh mein Gott, mittlerweile hat mein PC gar kein Dingslaufwerk mehr. Du kriegst jetzt, machen wir es einfach so, wir überspringen auf diese Map, du kriegst jetzt die 2 Punkte gut geschrieben, weil... Ja? Ja, du kriegst die 2 Punkte gut geschrieben, weil das ist einfach nur gemein, weil du hast da dementsprechend einen Nachteil und ich dachte mir so, ja, geil, aber am Anfang dachte man aber auch, das heißt, es steht 3-0 auf den Map. Ich habe ja einen, habe ich ja wirklich gewonnen. Dieser Knopf, der ist einfach. Sind das jetzt Mitleidspunkte? Mitleidspunkte. Ja gut, also man muss ja so betrachten, es stand jetzt 7 zu 4. Das heißt, es kann maximal auf 7 zu 5 hochgehen. Ja. Selbst wenn ich jetzt Mitleidspunkte kriege. Level 9! So, zack. Impossible! Okay, schon weißt wieder. Du was? Weißt du was, du kriegst. Nee, mach mal so, du kriegst. Ich schenk dir den Punkt. Ich schenk dir einfach den Punkt. Weil, im Endeffekt. Im Endeffekt sitzen wir jetzt hier eine halbe Stunde wieder. Ja. Versuchen irgendwie hier runter zu hüpfen, sterben. Ich will kurz gucken. Ja, okay, das ist es. Gibt es wenigstens was einfach. Level 10. Level 10 im. Oh! Oh! Lol, das ist ja mega. Warte. Level 10 impossible. Hier geht's rein. Hier kommen noch Geräusche. Ich hab keine Geräusche. Oh mein! Ja. Denkst du, das hättest du geschafft? Ich hab mich gerade nicht bewegt. Ich bin einfach nochmal gefallen, obwohl ich auf irgendwas unter mir gekommen bin. Oh, zack. Ich weiß nicht, welche Blöcke wo sind. Ja. Was ist das? Nee, warte mal. Hey, ich bin falsch. Hey, warum bin ich. Warum war das falsch jetzt, ne? Was ist das? Wer macht diese Spiele? Wer denkt sich, das ist eine gute Idee? Das ist dann für diese Hardcore, weißt du? Ich glaube jetzt. Hä? Aber wer hat Spaß an sowas? Weiß es nicht. Victory! Ja, okay, das ist gemein. Da okay. Steht Victory! Wisst ihr, warum da Victory stand? Weil ich am meisten Punkte hab! Yeah! Ja, hast du gut gemacht, Ronja. wie viele Punkte hattest du? Ich hatte 114 Bonuspunkte. Wie viele Bonuspunkte hattest du? Er hatte 180. Weißt du was, damit spannender ist, kriegt Ronja von mir noch einen Punkt geschenkt. Warte, was? Wie steht's denn jetzt? Meine Ronja wird's eh nicht schaffen. Das ist so sad. Dann nämlich, 6-7? Ja, 6-7. Dann kannst du 6-7! Fair verdiente Punkte alle miteinander. So, das war's auch mit dieser ereignisreichen Folge. Junge versus Mädchen. Es steht nun 7 zu 6. Yay! Herzlichen Glückwunsch, Ronja. Das hast du dir verdient. Ich hab gedacht, dass wirklich der Schwierigkeitsgrad unterschiedlich ist, aber kann man nicht machen. Ja, kann man nichts machen. Es war einfach eine schlechte Map. Tops hat die Map ausgewählt, also würde ich sagen. Weißt du was? Es ist nur fair, wenn ich die... Ich suche die nächste Map aus. So. Okay, nein. Aber wenn euch die Folge gefallen hat und ihr irgendeine Prediction habt, wer Junge versus Mädchen letztendlich gewinnen wird, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Ciao!